Irgendwas Schönes, ja. Schön ist er ja auf jeden Fall schon mal. Ja. Was ist denn hier los? Ja. Warum bestellst du meinen Tisch hier mit solchen Dingern? Einmal Klassensieg, einmal Gesamtsieg. Ja, bist du verrückt? Ja. Kann man mal machen, sage ich. Bist du mit der Einstellung, mit dem Ziel auch hergekommen oder ist die Klasse wichtiger als der Gesamtsieg? Nee, also gewinnen will natürlich jeder und da ich ja 2017 auch schon Gesamtsieger hier geworden bin, war das natürlich, ich glaube, jede andere Wertung wäre ein bisschen doof gewesen, weil man kann eigentlich nur verlieren, wenn man nicht wieder das Gleiche hat wie 2017. Also jetzt, man geht schon mit der Einstellung her, dass man vorne mitmischen will. Aber ob es halt dann am Schluss reicht, da muss man halt immer schauen. Jetzt würde mich mal interessieren, ich habe es gerade des Öfteren schon in den letzten 5 Minuten gehört, warum hatten Bayern die besten Athleten? Tja, da gibt es einen guten Leberkäse. Kann ich jedem nur empfehlen. Sehr gut, sehr gut. Sag mal, dürfen wir mal fragen, wie alt du bist? Ich werde jetzt 35. Ja, also. Ja, im besten Alter. Ja. Das Stallone hat immer gesagt, oder der ist auch mit Mitte 30 gut geworden, deswegen würde ich sagen. Definitiv. Jetzt können wir Gas geben. Möchtest du den Weg Richtung Bühne noch lange, lange beschreiten oder gibt es mittlerweile schon den Punkt, wo du sagst, nee, das war mal so für mich und mein Leben, dass ich das mitnehme, mal so einen Wettkampf zu gewinnen oder hast du jetzt richtig Blut geleckt? Ja, das lasse ich mal auf mich zukommen. Also schauen wir mal, was kommt, wie die Lust und Laune ist und dann. Keiner macht hier richtige Ansagen mal. Alle sagen immer, 90% ja, der Athleten sagen, das muss ich erstmal mit dem Coach besprechen. Wenn ich jetzt sage, hier und da, dann wartet jeder drauf und dann wird es vielleicht doch nichts. Dann heißt es, ah, der Sprücheklopfer. Deswegen sagen wir, schauen wir mal. Mach doch eine Ansage, wir schneiden es und erst irgendwann später stellen wir es online. Okay, dann eventuell der Plan ist nächstes Jahr auf der Arnold's Classic. Also international? International, ja. Wäre das der erste internationale Start? Das wäre dann der erste internationale, ja. Ja. Oh, schon mal das Feld? Da haben wir einen guten rausgepickt, würde ich sagen. Und schon mal internationale Feld angeschaut? Ja, das sind schon ordentlich. Aber das ist einfach, da kriegt man einen Bock, wa? Ja, da müssen wir halt noch ein bisschen, haben wir ja Zeit zum Trainieren und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also war das heute jetzt quasi so eine Zeichensetzung, hier, ich bin Gesamtsieger, ich komme nach Arnold. Ja, wer es so sehen will, kann es so sehen, ja, kann man so machen. So lassen wir das auch stehen. In diesem Sinne wünschen wir dir natürlich viel Erfolg Richtung Arnold Classics, weiterhin viel Erfolg auf allen Bühnen und dass man heute Abend natürlich dir nicht das Essen weg ist vom Athletenbankett. Nee, da gibt es ja genug für alle. Deswegen würde ich sagen, wir schauen, dass wir schnell dahin kommen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns gleich nochmal. Ciao. Okay, super, ciao.